Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Freimensch. Mein Name ist Karin Bannert, ich bin Naturheilerin vom Beruf und ja, ich habe euch heute zu etwas in einem ganz schönen Ort mitgenommen. Wir sind heute in einem Nadelwald, denn heute soll es um die Fichtenspitzen gehen, beziehungsweise nicht nur die Fichte ist ja eine wunderbare Heilpflanze oder Heilbaum für uns, sondern genauso auch die Tanne und die Kiefer. Ja, und in diesem Wald hier ist es ganz wunderbar. Hier wächst alles beisammen. Ja, also ich habe hier wirklich Fichte, Kiefer und Tanne. Und dementsprechend habe ich heute auch was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich werde euch nicht nur drei gute Rezepte mitgeben, wie ihr mit den Fichtenspitzen etwas machen könnt, beziehungsweise dann auch Tanne oder Kiefer, das könnt ihr selber entscheiden, sondern wir werden heute auch zusammen einen antibiotischen Hustensaft machen, der nicht nur mit Kiefer und Tanne beziehungsweise Fichte gemacht wird, sondern es werden auch noch zwei weitere Heilpflanzen enthalten sein, die jetzt gerade zu der Zeit am Blühen sind, beziehungsweise die man jetzt ernten kann. Und dementsprechend, ja, wird es, glaube ich, ein ganz spannendes und interessantes Video, vor allen Dingen auch in diesen Jahreszeiten, wo eben viele erkältet sind, beziehungsweise das Immunsystem ein bisschen angeschlagen ist, denke ich, ist es umso wertvoller, solche Rezepte zu kennen, beziehungsweise solche, ja, wie soll ich sagen, super Waffen fürs Immunsystem in der Hausapotheke zu haben. Und ja, dementsprechend werden wir das heute zusammen machen. Ja, und dementsprechend werden wir jetzt auch mal losziehen und zusammen schauen, was denn hier alles so um mich herum wächst, beziehungsweise was die Unterscheidungsmerkmale sind. Und natürlich werden wir auch die Inhaltsstoffe besprechen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und bis gleich. So, als erstes haben wir hier die Fichte. Ja, woran erkennt man denn die Fichte? Also, jetzt für euch wichtig, erstmal an den Nadeln ganz besonders. Denn erstmal, man sagt so schön, die Fichte sticht, die Tanne nicht. Ja, und das ist auch so. Also, die Fichte hat eher so pieksige Nadeln, die eher ja, stechend sind, pieksend. Und bei der Tanne sind sie eher weich und abgerundet. Aber was auch ein schönes Erkennungsmerkmal ist, dass bei der Fichte die Nadeln so drumherum wachsen. Seht ihr das? Ja, also auch oben entlang wachsen. Und wie ich euch gleich zeigen werde, bei der Tanne ist es so, dass sie eher nach rechts und links wachsen und hier oben drauf eher keine sind. Bei der Fichte ist dann unten, sind dann auch keine. Also sie wächst so nicht ganz drumherum, sondern nach oben und nach links und rechts. Das ist eigentlich so ein schönes Erkennungsmerkmal, gerade jetzt zu der Jahreszeit, wenn ihr denn Spitzen sammeln wollt, weil es ist halt so, dass es gibt noch ein Erkennungsmerkmal und zwar die Tannenzapfen bzw. Fichtenzapfen. Und bei der Tanne ist es so, dass sie, man sagt ja, Tannenzapfen liegen auf dem Boden. Das gibt es gar nicht, denn die Tanne, die Zapfen von der Tanne wachsen aufrecht stehend am Baum. Das können wir jetzt aber gar nicht sehen, weil jetzt keine Zapfen da sind. Ja, sondern und sie fallen dann, blättern sich langsam ab. Also die Zapfen fallen gar nicht runter. Bei der Fichte schon. Also wenn ihr Fichtenzapfen sozusagen, nicht Tannenzapfen am Boden sieht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es eine Fichte ist. Ja, und bei der Tanne ist es so, dass die Zapfen gar nicht am Boden liegen, weil sie halt abblättern und nicht ja, so komplett, wie sie sind, runterfallen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Erkennungsmerkmale. Was noch wichtig ist, dass ihr wisst, dass es auch die Eibe gibt. Ja, und die Eibe ist auch ein Nadelbaum. Bei der Eibe ist es so, dass die Nadeln auch sehr weich sind, aber auch ganz anders aussehen. Ich werde euch jetzt gleich mal ein Bild davon reinschneiden, dass ihr nochmal sehen könnt, wenn ihr denn die beiden nebeneinander legt, ist es ganz klar zu unterscheiden. Was ihr aber wissen solltet, ist auf jeden Fall, dass die Eibe das sehr weich ist und eigentlich weniger auch aussieht wie so ein, ja, wie so ein Tannenbaum jetzt hier, ne? So diese typische Wuchsform, sondern eher so ein, ja, eher baumartig wächst, beziehungsweise auch gerne mal sehr verschroben ist, ja.
Aber wie gesagt, ich werde euch gleich ein Bild davon reinschneiden, damit ihr das nochmal klar im Vergleich sehen könnt und ja, für euch dann auch sicher seid, weil die Eibe ist bekanntlich sehr giftig. Das solltet ihr nicht verwechseln, weil sonst ist es wirklich der letzte Hustensaft, den ihr gemacht habt. Also wirklich aufpassen, die Eibe gehört wirklich zu diesen, ja, wie soll ich sagen, 10 schlimmen Pflanzen, die es so gibt hier in Deutschland. Also ja, wo man sich wirklich stark oder wo man sich wirklich mit vergiften kann und das dann auch wirklich tödlich ausgehen kann. Dementsprechend. Aber wie gesagt, wenn ihr einmal die nebeneinander gelegt gesehen habt, dann ist es eigentlich nicht wirklich eine Verwechslungsgefahr da, weil sie schon sehr eigensinnige Eigenschaften hat, die mit Tanne oder Fichte eigentlich nicht zu verwechseln sind. Ja, zu den Inhaltsstoffen. Ja, also die Fichte bzw. Kiefer, aber auch Tanne haben allesamt sehr viel Vitamin C. Das schmeckt man, wie ich eben schon gesagt habe, ja, 10-mal so viel wie ein Apfel. Das schmeckt man halt auch sehr gut, weil sie halt einfach so einen säuerlichen Geschmack haben. Also gerade jetzt die Spitzen sind halt voll damit und das kann man ganz gut rausschmecken. Ansonsten sind halt die Terpene enthalten, also sprich die ätherischen Öle, die halt auch das Kommunikationsfeld von Bäumen eigentlich sind und wie ich in dem Video Waldbaden schon mal erzählt habe, halt für uns Menschen sehr wirksam sind, wenn es um unser Immunsystem geht. Ja, also sie reichern unsere T-Helferzellen an und beziehungsweise die Antikrebszellen im Körper werden erhöht und ja, dann kann man sich, glaube ich, selber ein Bild machen, was das bedeutet für unsere Gesundheit. Die T-Helferzellen sind dafür da, um halt ja Viren, Bakterien, was auch immer in unserem Körper eindringt, was uns nicht gut tut, zu zerstören, ja und ja sozusagen dagegen anzukämpfen. Also kurz gesagt, sie sind unser Immunsystem und dementsprechend halt ja sehr wichtig. Na, und genauso wie die Antikrebszellen im Körper, dass halt keine Wucherungen entstehen, dass der Körper sozusagen nicht eskaliert an Stellen, braucht es halt diese Zellen und auch die werden nachweisbar erhöht. Also dementsprechend, ne, ist es, glaube ich, selbstsprechend, wie wertvoll die Inhaltsstoffe oder wie gut sie uns tun. Ja, und wie sehr wir dann auch dementsprechend uns in die Richtung verhalten sollten. Ne? Sei es jetzt einfach Waldbaden, ne? Also wirklich sich einfach mal hinsetzen in ein Nadelwald, ja, und mal tief Luft holen und wirklich, ja, zur Ruhe kommen und dieses Geschenk sozusagen aufnehmen oder halt auch wirklich wandern gehen, selbstverständlich. Bewegung ist so wichtig, ne, so wichtig. Ja, oder halt wirklich auch zu meditieren, ne, wie ich auch in dem Video gesagt habe. Meditation, ne, es ist, ja, ist einfach ein Schlüssel zur mentalen Stärke. Und was gibt es besser wie eine Meditation in einem Ort oder ja, an einem Ort, wo die Luft uns auch noch heilt? Also geht es denn noch besser? So, ne? Dementsprechend sehr zu empfehlen, ja, nutzt das, was ihr habt, was wir haben, was Mutter Natur uns schenkt. Und ja, kommt zu eurer selbst schöpferischen Gesundheit dadurch und macht euch bewusst, dass ihr sehr wohl selber entscheiden könnt, wie es euch geht oder auch nicht. Und dass es halt wirklich auch auf euer Verhalten einfach ja, dementsprechend geht, ne? Wie ihr euch verhaltet und ob ihr vorsorglich euch um euch kümmert und ja, dementsprechend dann auch einfach gesund bleiben könnt. Was können wir denn so aus den Fichtenspitzen alles machen? Ja, also im Internet gibt es viele Rezepte dazu. Man kann zum Beispiel dieses Maiwipfel-Gelee machen. Das ist halt wie so eine Art Marmelade letzten Endes und sie einkochen. Ja, also da gibt es genug Rezepte, da könnt ihr mal schauen. Also ich denke mal, dass es sehr lecker ist. Ich habe es noch nicht gemacht, werde es aber auch dieses Jahr nicht machen, weil mir dieser ja, spezielle Hustensaft eher am Herzen liegt, den ich mit euch diesmal machen möchte. Ansonsten kann man auch klar Kräutersalz damit machen, beziehungsweise auch ein Badesalz. Zu den Badesalzen habe ich schon mal ein Video gemacht, das werde ich euch verlinken. Dann nehmt ihr halt einfach diese Spitzen mit, lasst sie trocknen und mörsert sie dann mit Badesalz, also mit totem Meersalz.
Und ja, macht euch dann halt ein Badesalz da draus. Ja, beziehungsweise auch ein Gewürzsalz kann man damit machen. Dann nehmt ihr halt auch wieder die Spitzen, trocknet sie und mörsert es mit Himalaya-Salz. Ja, ich würde nicht unbedingt Meersalz nehmen, wegen den ganzen, ja, Nanopartikeln, Plastik und so weiter, was mittlerweile im Meer drin ist. Da würde ich eher das Himalaya-Salz empfehlen. Aber das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich auch. Ansonsten gibt es halt auch das Rezept, dass man daraus einen Fichtenhonig macht. Ich persönlich, beziehungsweise einen Fichtensirup. Den Sirup macht man mit Zucker, indem man es schichtet. Kann man machen. Ich persönlich würde euch eher empfehlen, dass ihr weder den Honig noch diesen Sirup macht, sondern ein Oxymel. Ja, weil ein Oxymel ist halt auch mit Honig, aber auch mit Apfelessig. Und die Konservierungsmöglichkeit da mit diesen beiden Inhaltsstoffen, mit diesem Sauerhonig, ist halt genauso gut wie jetzt Zucker oder nur Honig. Hat aber noch den Vorteil, dass diese Mischung auch den Körper basisch macht. Also sprich, dass Übersäuerungen reguliert werden. Und dementsprechend würde ich euch, wenn ihr denn so ein Sirup beziehungsweise ein Fichtenspitzenhonig machen wollt, würde ich euch empfehlen, eher ein Oxymel zu machen. Ja, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das würde ich euch auch mal verlinken. Da könnt ihr schauen, wie das gemacht wird. Und das ist auch sehr simpel. Vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt, es wird auch gerade so ein bisschen gehypt, dass Apfelessig sehr gesund sein soll, auch zum Abnehmen, also dass es den Metabolismus anregt. Und dementsprechend habt ihr dann halt echt ja, so einen super Sirup gemacht damit. Das kann ich euch sehr empfehlen. Das könnt ihr mit der Fichte machen, aber natürlich auch mit der Kiefer, ja, oder mit der Tanne. Na, also wie gesagt, ihr könnt euch da entscheiden. Ihr könnt natürlich auch alle drei nehmen, ne, aber letzten Endes, ja, nehmen sich die drei jetzt nicht mehr so viel an, ja, wie soll ich sagen, Power, an Superkraft, ja, und dementsprechend könnt ihr euch da auch, denke ich, einfach entscheiden. Oder auch einfach schauen, was wächst denn da bei euch in der Gegend oder bei euch in der Nähe. Hier haben wir eine Kiefer. Die Kiefer ist eigentlich sehr einfach zu erkennen, denn die Kiefer hat erstmal viel längere Nadeln, ja, wie ihr sehen könnt. Und dann sind die Spitzen auch, ja, ganz anders, ne? Wie, also im Vergleich jetzt hier, ne, sieht man, sind so grün, hellgrün und halt diese Nadeln sind ganz nah beieinander. Und bei den Kiefern ist es halt so, dass dann wirklich solche ganz harzigen auch Spitzen aus dem Ende rauswachsen. Ja? Und dementsprechend eigentlich ganz klare Unterscheidungsmerkmale. Das ist jetzt eine sehr kleine Kiefer. Da können wir halt auch noch was ernten. Bei den größeren ist es dann halt so, dass, seht ihr, da oben sind die Spitzen. Da wird es halt ein bisschen schwierig, da noch dran zu kommen und da irgendwas zu ernten. Ja, also die Kiefer wächst halt gerne so, dass sie dann am Ende also wirklich einen langen Stamm hat. Ja, und oben an der Spitze sind dann halt noch das Grün sozusagen der Kiefer und da kommt man gar nicht dran. Also dementsprechend bei Kiefern beschäftigt man sich dann, wenn man was ernten möchte, dann eher mit den ja etwas kleineren noch. Also die ist jetzt so ungefähr 2,5 Meter hoch und ja, da kann man dann ohne Probleme die Spitzen noch ernten. Ja, und hier habe ich ein schönes Beispiel für eine Tanne. Also in erster Linie, die Tanne ist viel weicher, ja, als die Fichte. Und dann wachsen die Nadeln nur links und rechts. Also wie ihr sehen könnt, hier oben ist so eine Kante und hier unten ebenfalls, ja. Und nach rechts und links wachsen die Nadeln, ja. Und das ist auch noch mal ein klares Erkennungsmerkmal von der Tanne. Aber vor allen Dingen, weil sie auch viel weicher ist und auch jetzt, ja, die Spitzen sind immer noch viel weicher als die von der Fichte. Und ja, aber letzten Endes ist es eigentlich wirklich mehr oder minder egal, für welchen Nadelbaum ihr euch entscheidet. Alle haben ätherische Öle und Terpene, beziehungsweise ätherische Öle, beziehungsweise die Terpene und sind reich an Vitamin C und haben diese Stoffe, die halt wirklich, ja,
wohltuend sind und vor allen Dingen heilsam, wenn es um Erkältungskrankheiten geht, ja, und wenn es darum geht, dass ihr euer Immunsystem stärken wollt, beziehungsweise wenn ihr schon erkältet seid, dass halt die Heilung einfach unterstützt werden kann. Also da könnt ihr euch ganz frei entscheiden. Ja, ich werde heute von allen was mitnehmen, also von der Kiefer, von der Tanne und von der Fichte für das Rezept, für den Hustensaft, den antibiotischen, den ich euch ja angekündigt habe. Und dafür werden wir aber noch andere Sachen, andere Pflanzen als Inhaltsstoffe nehmen. Aber wie gesagt, also ihr könnt euch auch für eine davon entscheiden. Also ihr könnt nur die Fichte, nur die Kiefer oder Tanne nehmen. Ihr müsst nicht alle drei nehmen. Jetzt bietet sich das bei mir hier gerade an, weil ich halt wirklich alle drei beisammen habe und dementsprechend dann von jedem was mitnehmen möchte. Aber ja, letzten Endes müsst ihr das jetzt nicht so machen, weil, wie gesagt, in allen sind die Inhaltsstoffe, die wertvoll sind, enthalten. Wenn ihr erntet, dann ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, nicht hier diese Spitzen, also nicht diese Anfangsspitzen zu nehmen, weil das ist letzten Endes da, wo der Baum sich sozusagen in den Wuchs geht, also einfach größer wird. Wenn ihr erntet, dann nimmt was von den Seitentrieben mit, also von den innen nach innen gewachsenen Trieben. Ja, hier zum Beispiel seht ihr das, also nicht hier vorne, sondern eher nach innen gehend. Ja, und dann schadet ihr dem Baum auch nicht. Nimmt auch nicht von einem Baum zu viel mit, ne, weil das ist halt wirklich, ja, das ist das, was er dieses Jahr dann einfach auch gewachsen ist. Und ja, lasst die Bäume wachsen. Ne? Also schaut halt, dass ihr von mehreren Bäumen jeweils nur ein wenig mitnimmt. Und dann müsst ihr auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr denn hier in der Natur was erntet. Ja, und auch hier kann ich mal empfehlen, macht euch mal so ein Stück ab und probiert das mal. Es ist einfach genial. Also ich liebe ja, Kiefer, ich liebe Nadelbäume, ich liebe den Geschmack von Nadelbäumen. Am Anfang, ich sehe es auch mal bei den Kursen, ist es so eine kleine Überwindung für die Menschen, in so einen Nadelbaum reinzubeißen. Kann ich auch verstehen. Aber bei den jungen Trieben ist es halt wirklich, die sind sehr weich und zart. Und ja, sind einfach lecker. Also es ist so dieser saure Geschmack, dieser Vitamin C. Geschmack und dann halt diese ätherischen Öle, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr auch saunieren geht und auf Aufgüsse steht. Falls ja, kann ich es euch dreimal empfehlen, weil es schmeckt halt wirklich so, als ob ihr einfach einen Aufguss im Mund hättet. Ja, also ist wirklich super, super genial. Und ja, weiß ich nicht. Also vom gesundheitlichen Aspekt her, ja, sucht es halt echt seinesgleichen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass wenn man die gleiche Menge Apfel beziehungsweise Fichtennadeln vergleicht, ist es so, dass ja, dass es 10-mal so viel Vitamin C in den Fichten drin ist wie jetzt in Äpfeln. Ja, also, ne, also es ist, und Vitamin C, das wissen wir, dass es halt einfach auch noch immunsystemstärkend ist und auch uns hilft, gesund zu bleiben beziehungsweise schneller wieder gesund zu werden. Ja, und dann halt noch die ätherischen Öle beziehungsweise die Terpene. Wie ich ja auch mal in dem Video Waldbaden erklärt habe, einfach nachweisbar unser Immunsystem stärken, nachweisbar unsere Antikrebszellen im Körper erhöhen, also wirklich auf vielen Ebenen uns gut tun und dementsprechend ja, kann man sich vorstellen, dass ein Hustensaft beziehungsweise ein Immunsystem stärkender Saft aus diesen Inhaltsstoffen ja, einfach ja grandios ist, ne? Und sehr zu empfehlen ist gerade in den Zeiten, wo halt Erkältungen und Grippe und so weiter, was da draußen alles so kursiert, um sich halt davor zu schützen. Gut, dann wollen wir jetzt noch ein bisschen sammeln und dann werden wir mit den Sachen nach Hause gehen und dann zeige ich euch, wie ihr euren antibiotischen Hustensaft herstellen werdet. Ja, ich empfehle euch mal mit offenen Augen durch den Wald zu gehen. Wie wunderschön, oder? Ja, was für eine schöne Jahreszeit. Jetzt kommt halt auch der Fingerhut und ja, hier in den Wäldern bei uns mag es der Fingerhut sehr. Und ja, ich muss das einmal zeigen, weil es einfach so eine schöne Pflanze ist. Auch wenn sie ein wenig giftig ist und man die Finger davon lassen sollte, ist sie halt einfach wunderschön und ja, bemerkenswert. Definitiv bemerkenswert.
So, und da kommen wir schon zu unseren nächsten Probanden, die in unseren antibiotischen Hustensaft gehören. Kennt wahrscheinlich jeder, ja. Ganz unscheinbar, aber hat es echt faustdick hinter den, ja, Blütenblättern. Das Gänseblümchen, ja. Das Gänseblümchen ist halt, ja, man unterschätzt es so ein bisschen, ne? Es ist wie so ein Beiprodukt, ja, was immer so ein bisschen, also auf allen Wiesen zu finden ist. Und man kennt es vielleicht so vom Kränze machen als Kind oder so. Aber das Gänseblümchen ist halt wirklich was ganz Besonderes, denn das Gänseblümchen enthält ebenfalls viel Vitamin C. Aber es hat viele Flavonoide und Gerbstoffe, aber auch Saponine. Und wenn ihr ätherische Öle mit ätherischen Ölen arbeitet, macht es Sinn, auch Saponine mit reinzunehmen. Denn die ätherischen Öle lösen den Schleim und die Saponine verflüssigen diesen Schleim. Und dann kann es der Körper sehr gut ausleiten. Ja, also nicht nur die Mineralien, die Vitamine und die Flavonoide, die an sich selber schon super sind fürs Immunsystem und stärkend sind, sondern halt auch die enthaltenen Saponine des Gänseblümchens sind ein super Helfer in Kombination mit ätherischen Ölen, um ja bronchiale Krankheiten, verschleimten Husten oder festsitzenden Husten zu lösen und dementsprechend Linderung zu verschaffen. Also auch diese kleinen, mehr oder minder unscheinbaren, aber ich finde es so wunderschöne, oder? Wunderschönen kleinen Pflänzchen, ja, dürfen in unserem, ja, antibiotischen Hustensaft nicht fehlen und gehören dazu. Dafür sammelt ihr ungefähr eine Handvoll. Ja, da freut sich nicht nur der Hund. Ja, wir kommen zu unserem letzten Inhaltsstoff unseres Hustensaftes, ja, und zwar, ja, kennt ihr vielleicht den jetzt so wunderschön blühenden Holunder? Ja, ist fantastisch, oder? Diese kleinen, schönen weißen Blüten, ja, die jetzt überall zu sehen sind. Auch hier, es explodiert förmlich der Holunder. Die Frau Holle, ja, die Frau Holle darf sich ausbreiten und ihre Tore öffnen. Ja, fantastisch. Der Holunder ist halt ja was ganz Feines. Also erstmal Immunsystem stärken, die Blüten wie auch die Beeren im Herbst, Fieber senken, schmerzlindernd, antiseptisch, also auch antibiotisch, so also hilft sogar bei Grippe, also auch leicht antiviral. Ist wirklich so ein ja, Mega-Allrounder und weiß auch genau, wann er zu wachsen hat. Ich finde das ganz interessant, dass die Pflanzen ja so nah eigentlich mit uns verbunden sind, wenn man es so betrachten möchte. Ja, weil im Frühling sind die Blüten da, im Herbst sind die Beeren da und beides ist so gut und so stärkend für uns, für unsere Gesundheit, für unser Immunsystem, um gesund durch die Jahreszeiten zu kommen, die uns so ein bisschen plagen können. Ja, und auch prophylaktisch, also wenn man, ja, weiß ich nicht, vielleicht einmal die Woche Holunderblütentee trinkt, ja, dann ist das Immunsystem einfach stärker und ja, man wird halt erst gar nicht krank. Ne? Also es ist ja so ein was Feines und es schmeckt halt auch noch so lecker und riecht so toll und ja, also ich bin ganz begeistert. Ich liebe den Holunder. Ich habe ihn mir auch in meinen Garten gewünscht und habe jetzt einen riesen Holunder bei mir im Garten stehen und bin sehr glücklich und happy darüber und ja, weiß diesen Strauch, Baum, Busch, wie auch immer, sehr zu schätzen und liebe ihn sehr. Und ja, also wie gesagt, halt im Frühling die Blüten und dann im Herbst halt die Beeren und nutze ihn halt auch dementsprechend gerne für mich und für meine Familie beziehungsweise für das Umfeld, auch die, die zu mir kommen, um halt einfach zu helfen und ja, die Menschen, die es brauchen, dann durch die Jahreszeiten gestärkt durchzuschicken. Der Holunder darf nicht fehlen. Erkennungsmerkmale. Na, also wir haben hier einmal die gefiederten Blätter, wie man sehen kann, ja, sind leicht gezackt, also gezahnt am Rand. Und dann haben wir halt die Blüten, ja, die halt weiß sind, beziehungsweise so leicht gelblich. Und dann auch dieser Staub da drauf. Wenn es jetzt geregnet hat, ist es leider ein bisschen weniger. Wenn es in die Sonne viel geschienen hat, dann ist es halt nochmal staubiger und riecht dann auch intensiver. Ja, es gibt eine Verwechslungsgefahr mit dem Zwergholunder. Also das hier ist der schwarze Holunder. Beim schwarzen Holunder ist es so, dass er verholzt. Also wie ihr sehen könnt, er bildet richtige Stämme, ja, und ist schon fast
baumartig, ne? Also sehr, ja, hat halt ein Gehölz sozusagen. Beim Zwergholunder ist es so, dass es eher eine Pflanze ist, ja. Beziehungsweise, was auch nochmal ein schönes Erkennungsmerkmal ist, ist der Geruch. Der schwarze Holunder, also den wir haben wollen, der riecht angenehm süßlich. Bei dem Zwergholunder ist es so, dass er eher unangenehm riecht. Leider habe ich jetzt keine hier, um euch das mal direkt im Vergleich zu zeigen. Aber wenn ihr das mal, ich werde euch auch gleich ein Bild reinmachen. Werdet ihr auch sehen, dass auch die Blüten bzw. später auch die Beeren anders aussehen. Also wenn man es mal nebeneinander hinlegt zum Vergleichen, dann ja, weiß man eigentlich Bescheid und kann es eigentlich nicht wirklich verwechseln. So, ja, auch hiervon nehmen wir was mit für das, was wir brauchen. Also sprich, diese 500 Milliliter werden wir so 4 Dolden mitnehmen. Ja, und das reicht vollkommen aus. Ja, ihr Lieben, und jetzt sind wir bei mir wieder in der Küche und machen dann hier weiter, wie versprochen. Das Rezept, was ich euch mitgeben möchte als, ja, meiner Meinung nach ultimativer Hustensaft, ja, also die Kombination aus den Nadelspitzen, also Nadelbaumspitzen beziehungsweise die Sprossen von der Tanne, von der Kiefer und von der Fichte, ja, in Kombination mit dem Holunder, der jetzt auch überall blüht, und dann noch zusätzlich das Gänseblümchen, ja, mit den wertvollen Saponinen und halt auch die Flavonoide, die halt auch in dem Holunder enthalten sind. Also alles immunsystemstärkende Stoffe und ja, und vor allen Dingen ätherische Öle, also die Terpene in den Nadelbäumen, wie ich eben schon erwähnt habe. Ja, also die Kombination aus dem Ganzen ist halt meiner Meinung nach das Nonplusultra und hat halt auch dementsprechend einen antibiotischen Effekt. Vor allen Dingen, da wir das jetzt alles kalt ausziehen werden. Ja, also, was wir also brauchen, wie ich eben schon gesagt habe, wie ihr auch sehen könnt, ne, Gänseblümchen, die Spitzen von entweder, also ihr könnt euch auch entscheiden, ihr müsst nicht alle drei nehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, alle drei nebeneinander oben stehen gehabt. Darum habe ich von allen Nadelbäumen was mitgenommen, also Tanne, Fichte und Kiefer. Und dann halt die Holunderblüten. Ja, jeweils immer so eine Handvoll ungefähr, reicht dann aus für knapp 500 Milliliter von diesem Hustensaft. Ja, was ihr sonst noch braucht, ist Honig, also Bio-Honig. Ich habe jetzt hier 400 Milliliter Bio-Honig und Apfelessig. Ja, also es ist so, dass wir ein Oxymel als Auszugsmittel machen. Und zwar ist es so, dass man 3 Teile Honig braucht und 1 Teil Apfelessig. Also habe ich jetzt hier ungefähr 150 Milliliter Apfelessig und 400 Milliliter Biohonig. Was ihr sonst noch braucht, ist dann natürlich ein Einmachglas, ein sauberes. Am besten auch ein bisschen Desinfektionsmittel. Es ist sehr wichtig, denn jetzt sehr sauber zu arbeiten, ja, damit sich dann euer Hustensaft auch lange hält. Dieser Hustensaft mit dieser Konservierungsmethode hält sich mindestens 1 Jahr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich 2 Jahre hält, ja, ohne Probleme. Dementsprechend, ja, also eine super Konservierungsmöglichkeit, die ich so weiterempfehlen kann, vor allen Dingen, weil sie ohne Alkohol ist, aber auch nicht nur, also auch nicht nur mit Zucker gemacht wird, sondern halt mit Honig, aber vor allen Dingen auch durch den Apfelessig nochmal einen zusätzlichen Effekt hat. Und zwar, wie ich eben schon mal draußen erwähnt habe, diese Kombination, also dieser Sauerhonig nennt sich das, hat den Effekt auf den Körper, dass es den Körper basisch macht, also entsäuert. Ne? Also es ist dann nicht nur ja, wie so ein Hustensaft, ne, der halt das Nonplusultra ist, sondern halt auch noch den Effekt hat, dass wenn man es denn auch gerade mal morgens sowas zu sich nimmt, also egal welche Pflanze man mit einem Sauerhonig auszieht, dass es halt auch einfach hilft, den Körper ja, zu entsäuern und irgendwie stabil zu machen. Also ich mag das sehr, morgens einen Oxymel, so einen Teelöffel oder Esslöffel Oxymel zu mir zu nehmen, weil es meinem Magen einfach gut tut und den Metabolismus anregt. Ne? Und ja, kann ich sehr weiterempfehlen, unabhängig von dem Hustensaft, ja, allgemein Oxymels für sich zu nutzen und ja, in seinem Alltag mit einzuarbeiten. So, okay, also, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar als allererstes werden wir jetzt die Pflanzenteile klein schneiden.
Und ich werde sie dann einmal durch den Hochleistungsmixer jagen. Das müsst ihr nicht unbedingt tun. Was ihr machen könnt, ist es auch einfach nur klein zu schneiden und das in ein Einmachglas dann zu tun und dann mit dem Sauerhonig zu übergießen. Ich zeige euch das aber jetzt gleich, wie ich das meine. Und ja, dann legen wir jetzt mal los, indem wir jetzt erstmal die Pflanzen klein schneiden. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt alles recht klein geschnitten und ja, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Dafür nehmt ihr den Honig und den Apfelessig, mischt das einmal zusammen und dann verrührt ihr das ordentlich, ja, dass das so eine homogene Masse ergibt. Lasst euch da ruhig Zeit. Es ist ja auch immer alles so ein meditativer Prozess, ne? Das ist ähnlich wie mit dem Mörsern. So, also, ihr habt jetzt hier eine homogene Masse, gemischt von dem Apfelessig und dem Honig. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ich es eben schon gesagt habe. Die erste Möglichkeit wäre, wenn ihr jetzt keinen Mixer hättet, also ihr bräuchtet schon einen recht guten Mixer, weil hier sind halt so noch recht harte Dinger dabei bei den Kiefernspitzen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht jeder Mixer aushält. Dementsprechend, ich habe hier einen Hochleistungsmixer. Aber ihr müsst es nicht so tun. Also ihr könnt halt auch einfach die Pflanzenteile, so wie sie sind, einfach einmal vermischen. Ja, dass ihr sozusagen eine gute Mischung aus dem Ganzen habt. Und dann alles in ein Einmachglas geben und dann mit dem Sauerhonig übergießen. Ja? Und das lasst ihr dann einfach 5 bis 6 Wochen ziehen und seiht es dann ab. Also die Pflanzenteile werden dann rausgeseiht mit einem Abseittuch. Und dann habt ihr auch genau den gleichen Hustensaft wie was wir jetzt machen mit dem Mixer. Also sprich, dass wir da jetzt die Pflanzenteile einmal reinschmeißen. So. Dann geben wir den Sauerhonig dazu. Dann wird das Ganze einmal richtig durchgemixt, bis es eine homogene Masse ergibt. Das machen wir jetzt einmal zusammen. Okay, also wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier ja eine schäumige, homogene Masse. Dieser Schaum, der wird sich noch absetzen, das werdet ihr sehen und beobachten können. Wichtig ist es dann auch immer wieder mal ein bisschen zu rühren, dass sich das so unterhebt, beziehungsweise das Glas dann auch zu schütteln. Jetzt hier nochmal ein bisschen Alkohol, Trinkalkohol nehme ich als Desinfektion. Ja, wie gesagt, es ist wichtig, sauber zu arbeiten, damit sich einfach der Hustensaft wesentlich länger hält. Das Ganze schüttet ihr jetzt in das Einmachglas. Natürlich wird nichts verschwendet. Achtet vielleicht darauf, dass wenn was daneben gegangen ist, gerade hier so an dem Schraubverschluss, dass ihr das sauber macht, weil das auch einfach ein Schimmelherd sein kann. So, dann verschließt ihr das Ganze und habt es ein bisschen unter Beobachtung. Also wie gesagt, der Schaum wird sich oben absetzen und dann ist es gut, das nochmal zu schütteln, immer wieder. Und das Ganze lasst ihr jetzt eine Woche lang so stehen und ziehen. Und dann werden auch hier die Pflanzenteile abgeseiht mit einem Abseittuch. Weil man sieht, es sind jetzt zwar ganz kleine, ne? Und dadurch, dass das jetzt so klein gemacht wurde, können halt die Inhaltsstoffe auch viel schneller aufgenommen werden. Aber es sind halt noch Pflanzenteile drin, die am Ende auch abgeseiht werden müssen. Und ja, der Prozess hat sich dann dementsprechend beschleunigt. Also es dauert dann nicht 6 Wochen oder 5 bis 6 Wochen, sondern dann halt auch, nur eine Woche. Und dementsprechend, ja, könnt ihr natürlich dann selber entscheiden, wie ihr das am besten machen wollt. Also ich habe manchmal auch ein bisschen Skrupel, den Mixer zu benutzen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das nicht so toll, Pflanzen durch den Mixer zu jagen. Aber wie gesagt, der Saft wird jetzt halt hier benötigt. Und darum habe ich es jetzt einfach auch beschleunigt.
Und dementsprechend, ja, das halt dann so gemacht diesmal. Gut, was auch noch sehr wichtig ist, natürlich, ja, dass ihr immer beschriftet, was da drin ist, wann ihr das gemacht habt, ja, beziehungsweise wann es abgeseiht werden soll. Also das Wichtigste ist, immer drauf zu schreiben, was drin ist und wann das Produktionsdatum sozusagen von den Dingen war. Ganz wichtig, damit ihr immer einen Überblick habt, was denn so da in eurer Hausapotheke steht, beziehungsweise wie lange es halt einfach haltbar ist. Okay, ja gut, ihr Lieben, das war's dann. Ihr habt einen mega guten, hilfreichen, antibiotischen Hustensaft selber gemacht mit der Kraft von Mutter Natur, mit den Sachen, die jetzt gerade draußen zu finden sind. Und ja, ich feiere sowas einfach. Ja, ich meine, geht es denn noch besser? Ja, wie kann man sich denn noch besser selber helfen? Ja, wie mit so einem Wissen und ja, mit so einem fantastischen Hustensaft. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Und wenn ja, dann gebt mir meinen Daumen hoch. Das freut mich immer total. Ja, abonniert auch den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Und schreibt was in die Kommentare. Sagt was dazu. Gebt mir euer Feedback. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Und ja, habt vielleicht andere Sachen es irgendwie anders gemacht. Und ich freue mich immer über neue Ideen beziehungsweise ja, einfach neuen Input, ne, weil ja, dieses Reich der Pflanzen, sich damit zu beschäftigen, ist unendlich groß. Wir dürfen immer weiter lernen. Das hört nie auf, ja, und dementsprechend dürfen wir auch voneinander lernen. Und ja, also gebt mir euer Feedback dazu. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen und selbstbestimmten Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Karin. Ciao.